Die EVN präsentierte im Palais Niederösterreich ihre Halbjahresergebnisse 2015-2016. Im Grundsatz ein positives Konzernergebnis, ein starker Cashflow und eine weiter rückläufige Nettoverschuldung zeigen, dass die EVN stabil und nachhaltig am Markt agiert und agieren kann. Der Halbjahresbericht der EVN ist durchaus positiv, trotz des milden Winters, meint Vorstandsdirektor Peter Leier. Der milde Winter hat sich ausgewirkt, indem natürlich witterungsbedingt etwas weniger Energie verbraucht wurde. Allerdings die Qualität der Energie, die geliefert wird, sich verändert hat von einer reinen Mengenlieferung zu einer stark Leistungslieferung, um die Schwankungen der Produktion in den erneuerbaren Energien auszugleichen. Neben dem Ausbau von Windparks und der hohen Nachfrage an Naturwärme ist die Trinkwasserversorgung ein wichtiges Thema. Die EVN ist jetzt schon im Trinkwassergeschäft drinnen, allerdings gibt es noch sehr viele kommunale Trinkwasserversorgungen. Die Kommunen machen das auch ausgezeichnet, nur wird es vermehrt dazu kommen, dass das saubere Quellwasser nicht jeder Kommune mehr im eigenen Gemeindegebiet zur Verfügung steht. Und hier springt die EVN ein und schafft überregionale Trinkwasser, Leitungsnetze, Infrastrukturen, die dann es ermöglichen sollen, im ganzen Bundesland sauberes Trinkwasser in bester Qualität für die Kunden zu liefern. Warum ist es wichtig, dass thermische Kraftwerke erhalten bleiben? Ja, gewisse Mindestkapazitäten an thermischen Kraftwerken werden wir auf jeden Fall brauchen, weil eben, wie wir jetzt im Winter gesehen haben, ein warmer Winter führt dazu, dass wenig Wind bläst, dass ja, sonst wir auch wenig Erneuerbare, wenig Wasser, weil es trocken war, fließt, kein Schnee gekommen ist. Und diese Schwankungen, die tageszeitlich, monatlich und halbjährlich sind in der erneuerbaren Energieproduktion, die müssen ausgeglichen werden, weil der Kunde möchte Strom haben, wenn er ihn nachfragt. Das müssen wir sicherstellen und dazwischen müssen wir buffern mit thermischen Kraftwerken. Bis diese Pufferwirkung durch große Energiespeicher wie Batterien übernommen werden können, werden wir die thermischen Kraftwerke noch benötigen. Die Umsatzerlöse sind um 2,3% niedriger als im Vorjahr. Leier begründet es so. Das liegt an den Temperatureffekten. Es war eigentlich in allen unseren Versorgungsgebieten in Österreich, in Südosteuropa deutlich wärmer. Da wird weniger Energie nachgefragt. Wir haben allerdings in den Sektoren unterschiedliche Entwicklungen. Strombereich ist weniger zurückgegangen, Gasbereich mehr und erstaunlicherweise die Fernwärmeversorgung, wo wir expandieren, hat praktisch keinen Rückgang. Also hier gibt es auch unter der Oberschicht unterschiedliche Entwicklungen, aber es ist typisch für einen warmen Winter.